Was gibt's da zu lachen? So, schönen guten Morgen. Samstagmorgen, 8.30 Uhr, zweite Einheit, Männersport. Wir machen heute ein kleines Garagen-Workout. Ihr solltet euch dafür bestenfalls schon aufgewärmt haben. Das heißt, entweder habt ihr Seilspringen gemacht oder die Laufübungen auf der Stelle, die wir in der letzten Woche eingestellt haben ins Netz. Wichtig ist nur, dass ihr nicht so ganz kalt da rangeht und zumindest schon einen Kaffee vorher getrunken habt. Ihr braucht ein paar Dinge dafür. Ihr könnt es gerne tatsächlich in der Werkstatt machen oder in der Garage machen. Ihr braucht einen Reifen dafür. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht beim Händler gelagert, sondern irgendwo einen zu Hause. Ihr braucht irgendeine Form von Stufe unter Umständen, um euch nochmal ein bisschen intensiver aufzuwärmen. Das zeige ich gleich nicht, aber dafür würde auch die Eingangsstufe vom Haus zum Beispiel ausreichen. Ihr braucht eine Bierkiste, zur Not auch eine Wasserkiste. Diese hier ist jetzt gerade leer. Es geht auch Astra, es muss nicht jeder sein, es geht Astra. Also Jay, für dich nur kein Problem, wenn du was anderes nehmen willst. Kein Thema. Ihr benötigt Kanister. Am besten könnt ihr euch direkt zwei vorbereiten, weil im nächsten Workout, das wir zeigen, werden auch Übungen mit zwei Kanistern drin sein. Heute brauchen wir nur einen. Ich habe den mit knapp einem Drittel Wasser gefüllt. Das reicht schon aus. Ihr benötigt weiter einen Besen. Und wenn ihr habt, einen Hund. Also ein Rollbrett. Und wenn ihr habt, eine Axt. Vorbereitenderweise, die nehme ich heute auch nicht mit rein, aber beim nächsten Mal können wir sie auch brauchen. Und ihr braucht zwei Hundefutterdosen oder Katzenfutterdosen oder irgendwas aus euren Dosenvorräten, die ihr gerade angelegt habt, Erbsensuppe oder Linsensuppe. Gut, wir starten. Ich bin aufgewärmt, ich brauche einen Stein, genau, den habe ich vergessen. Der entscheidende Punkt ist, der muss griffig sein. Das heißt, wenn ihr nach oben rausgeht, darf er nicht in Gefahr liegen, dass er runterfällt, sonst würde er gleich bei der nächsten Übung bei den Turkish Get-Ups aufs Gesicht auffallen. Das wäre doof. Ja, also schöner, handlicher Gartenstein. Gut, ihr macht Folgendes. Ihr braucht für die erste Übung erstmal einen Kanister. Das ist auch ganz bewusst so ausgewählt, dass das Gewicht ein bisschen instabil ist, ein bisschen schwingt. Es gibt mittlerweile sogar richtige Geräte, die das ganz bewusst mit drin haben. Ihr schwingt weiter nicht nach oben und weiter nicht nach unten durch die Beine durch. Das ist jetzt relativ leicht. Ihr könnt Stück für Stück natürlich mehr Wasser einfüllen. Wichtig ist, dass ihr ausatmet, wenn ihr nach unten geht und dass ihr nach oben nicht überklappen lasst, das geht auf die Handgelenke, sondern dass ihr versucht, den Kanister stabil zu halten. Das mache ich hier nur mit zwei Fingern, je nach Kanister. Die Übung geht genauso gut, einarmig. Wichtig ist, dass ihr alles beherzigt, was wir sonst bei den Squats mit drin haben, dass ihr versucht, wirklich aus den Oberschenkeln nach außen zu arbeiten und breit nach unten zu gehen. So, Übungszeit 40 bis 60 Sekunden, je nachdem, wie gut ihr gerade unterwegs seid. Nummer 2, Bierkistenrudern. Je nachdem, wie viele volle Flaschen drin sind, umso schwieriger wird es halt. Ihr geht wieder in eine Squat-Position rein. Achtet darauf, dass der Rücken schön lang ist. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, also nicht nach hinten gezogen. Auch nicht nach vorne reingebeugt. Jetzt klappt ihr aus dem Becken nach vorne vor, sodass die Bierkiste fast den Boden berührt. Und von da aus zieht ihr in jeder Ausatmung nach oben zum Brustkorb. Für diejenigen, die ein bisschen, ich sag mal, geräteversierter sind, werden sagen, ja, okay, ist ja ein relativ leichtes Gewicht. Allerdings, wenn ihr das 60 Sekunden macht im Kraftausdauerbereich, die Geschichte ein bisschen anders aus. Ich kippe hier immer so ein bisschen nach oben an, damit ich einen längeren Weg habe, weil so würde ich mir die Kante in den unteren Rippenbogen reinhauen. Gut, das war Nummer 2. Aus dieser tiefen Position heraus machen wir direkt die nächste aus dem Hockbereich. Und dafür
Unfallgefahr beachten. Den Hund immer schön zur Seite tun. Und dafür braucht ihr einen Reifen, am besten mit Felge, weil der Reifen alleine wiegt relativ wenig. Wir haben die Gewichtheberhocke schon oft genug gemacht. Ihr nutzt hier die Reifengröße nicht nur dafür, ein Gewicht zu haben, sondern auch, um im Kniebereich sauber nach außen zu arbeiten. Das heißt, Ausgangsposition, Rücken lang, nach unten runter. Ihr greift das Reifengewicht und kommt aus dem Steiß nach oben hoch. Tiefe Hocke, nach oben hoch. Tiefe Hocke, nach oben hoch. Tiefe Hocke, nach oben hoch. Da beweist sich, wer das dickste Auto hat, die meiste Arbeit. 22 Zoller sind schwerer als 19 Zoller. Okay, das war tiefe Hocke. Jetzt kommt eine sehr komplizierte Übung. Ich würde sagen, ihr probiert die erstmal technisch aus, bevor ihr mit großem Gewicht rangeht. Der sogenannte Turkish Get-Up. An dem Punkt wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr irgendwo eine olle Wolldecke in der Garage liegen habt, die ihr euch unten drunter packt. So, ihr macht Folgendes. Ihr geht runter auf den Boden, legt euch in die Rückenlage, Stein in die Hand, linker Arm nach oben ausgebreitet, rechte Hand nach oben mit dem Gewicht, Beine lang. Jetzt braucht ihr den rechten Fuß als Widerlage, um euch drehen zu können. Das heißt, ihr setzt rechts ran. Konzentration geht auf die Hand. In der nächsten Ausatmung schiebt die Hand nach oben und ich drücke mich auf den linken Unterarm. Dafür müsst ihr eure Bauchmuskulatur natürlich einsetzen. Nächste Ausatmung, Wechsel auf die Hand, die setzt ihr auch noch weiter ran. Jetzt muss ich meinen linken Fuß irgendwie unter mir durchbekommen und nach hinten bekommen. Nächste Ausatmung, Po heben, Bein durchstützen, Fuß nach hinten setzen, Hand zieht nach oben. Nächste Ausatmung, ich komme in den Stand. Dann könnt ihr kurz absetzen, geht weiter, zurücksetzen, absetzen, immer in der Ausatmung. Aber bei den Squats schon, ihr müsst immer in der Ausatmung agieren. Nächste Ausatmung, Fuß nach vorne durchschieben, ihr sitzt wieder. Nächste Ausatmung, nach unten runter, Rücken lang. So, und dann könnt ihr auf die andere Seite wechseln und das Ganze auf der anderen Seite genauso machen. Braucht nicht so viele Wiederholungen davon, in einer Minute schafft ihr vielleicht drei Wiederholungen pro Seite. Das ist auch völlig ausreichend. Das sind technische Übungen, bei der es um den Einsatz von Bauchmuskulatur geht und den Einsatz aller Techniken, die wir bis jetzt so gemacht haben. Gut, Stein beiseite. Wir kommen zum oberen Rücken. Dafür braucht ihr die Futterdosen. Ihr stellt euch breit, geht schön mit dem Rücken nach unten runter, macht den Rücken sehr lang, gibt das Becken nach vorne, achtet darauf, dass ihr hier in den Abduktoren wieder nach außen arbeitet, Arme lang nach unten, leicht angewinkelt und dann nach außen rausarbeiten, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Das ist nicht nur eine Übung für den oberen Schultergürtel, sondern auch eine Stabilisationsübung für den unteren Rücken. Und kann man auch schon mit kleinen Gewichten super machen. So, Futter weg. Der hier steht übrigens da, ich hatte gerade keine Axt zur Hand, deswegen habe ich den Hammer genommen. Ihr könnt euch natürlich auch aufwärmen, indem ihr Holz hackt. Geht auch. Schön vorsichtig sein damit. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, ich sage jetzt nichts weiter. Okay. Wir machen nochmals Squats, aber diesmal mit Frontheben dabei. Ihr braucht einen Besen dafür. Und das zeige ich, glaube ich, lieber von der Seite. Ausgangsposition wie bei allen Squat-Varianten wieder der breite Stand.
Notation auf die Außenkante. Das heißt, eure kleinen Zehen müssen Grip haben. Hier geht eure Aufmerksamkeit hin. Da müsst ihr die Zehen gespreizt haben. Ihr dürft nicht nach innen auf den großen Zeh gehen, sondern ihr braucht Konzentration auf die kleinen Zehen. Stellt euch vor, diese Stange steht im Raum und verändert ihren Ort nicht. Und ihr setzt euch nur mit eurem Unterkörper nach unten runter. Ja, bewegt sich jetzt immer noch so ein bisschen mit bei mir, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Nach hinten runtersetzen, in die Squat-Position, Arme schieben gleichzeitig nach oben hoch. Dabei dürft ihr gerne auch überstrecken, im Schulterbereich weiter nach hinten gehen, als ihr das normalerweise tut. Gut, so, kurz überlegen, habe ich noch was vergessen. Der Hund. Bauchmuskulatur. Das machen wir sonst gerne mal auf der Pilates-Rolle. Umgedrehte Crunches. Hier machen wir es so, dass ihr euren Unterschenkeln euch auf den Hund drauf kniet. Könnt ihr gerne eine Decke drunter packen und dann eure Knie ein bisschen zart beseitet sind, dann packt irgendwas drunter. Ansonsten geht ihr in die Liegestützposition, macht euch lang und zieht die Knie mit dem Rollwagen zu euch ran. Ihr könnt gerne in leichten Liegestütz dabei gehen, könnt natürlich auch gerne einen vollständigen Liegestütz machen, aber eigentlich ist es eine Bauchübung und es dreht sich erstmal darum, dass ihr den Bauch stabilisiert und die Knie ranzieht, wegschiebt, ranzieht, wegschiebt. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bisschen mehr Übung als eigentlich geplant. Wenn ihr noch irgendwas für die Koordination braucht, würde es mich freuen, wenn ihr ins nächste Video online guckt. Da ist ein kleiner Familien-Challenge drin. Wer schafft es schneller, jonglieren zu lernen, Kinder oder Eltern? Alles Gute, bis dann, ciao. Yes.